Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich habe mir einen Ballon gekauft. Und der ist ja witzig. Wir haben ein bisschen Post bekommen. Und zwar vom Carsten. Hallo Brieffreund. Karten sind ein großartiges Medium zur Übermittlung von Gedanken, die in einem Gespräch schnell für Verlegenheit sorgen. Zum Beispiel, du bist großartig und ich bin froh, dich getroffen zu haben. Voila, bis dann, Carsten. Das ist das Pferd, ne? Carsten ist ja der von dir. Von Rudolf auch. Tja, Dizzy, bin neulich einfach so meines Weges gegangen und hab mir nichts Böses dabei gedacht, als ich plötzlich an dich denken musste. Also dachte ich mir, ich schreib dir mal. So, erledigt. Schreib du auch mal, Rudolf. Okay, nice. Und der Lutz hat sogar was geschickt mit einem Geschenk drin. Hallo Champion, ist das nicht was Cooles zum Anziehen, was ich dir hier schicke? Bestimmt, ich bin nämlich ein Muskelpaket, genauso wie du. Und dann habe ich noch ein paar Meilenprogramm-Sachen geholt. Das müssten zum größten Teil irgendwelche Laternen sein. Oh, Nook Ink Fähnchen habe ich anscheinend auch geholt. Genau, Straßenlampen, davon habe ich mir einige geholt. Weil, die wollte ich unbedingt haben. Hab dann im Discord nachgefragt, ob die irgendjemand bauen kann. Und dann meinte der Jay einfach, Dude, du kannst dir einfach für Nook-Meilen kaufen. Und das habe ich gemacht. Oh, wir haben ein Basketball-Trikot bekommen von dem Lutz von Lutz. Sieht gar nicht so scheiße aus, aber ich bleib bei meiner komischen, zerrütteten Kleidung hier. Die hat nämlich so ein bisschen daran, als wenn ich ein Zombie wäre. Ach, und ich habe neue Flügel, Leute. Man sieht die jetzt gar nicht so gut unter dem Helm. Aber ich habe so Flügel und die wobbeln, wenn man umherläuft. Richtig süß, Leute. Die habe ich mir auch bei Nicole gekauft. War nämlich bei der zu Besuch. Habe ich mir da ein paar Sachen geholt. Unter anderem natürlich ein Bonbon. Und halt auch diese Flügel, weil die bei ihr waren. Und sie hat mir nämlich auch noch was gegeben. Zeige ich euch aber erst gleich. Und zwar für den Friedhof. Da habe ich ja auch noch etwas gefragt, was ich haben wollte. Und das hat sie mir tatsächlich gegeben. Also danke, Nicole, dass du so nett bist. Und meine Kürbisse sind jetzt auch schon seit ein paar Tagen tatsächlich fertig. Wir werden jetzt einfach mal ernten. Ach, die bleiben sogar da. Warte, jetzt wachsen da einfach neue Kürbisse draus, oder wie? Und ich kriege jetzt 3 Kürbisse? Ich habe sogar gleich alle Farben bekommen, wenn ich das richtig sehe. Also die meisten sind natürlich orange. Lol, hier sind sogar alle orange. Alles klar. Sind das jetzt die, die ich von den Nooks bekommen hatte? Dass die gar nicht random sind, aber ich glaube schon. Aber die sind alle orange geworden. Das ist ja weird. Schön. Haben wir jetzt ganz viele Kürbisse. Nee, eine Farbe fehlt. Ich glaube, wir haben keine blauen. Ich glaube, es gibt blaue Kürbisse. Die haben wir nicht bekommen. Und die wachsen jetzt einfach weiter. Das ist ja sehr schön. Die Kürbisse heute brauchen wir nämlich auch. Meines Wissens kann man die jetzt weiterverarbeiten oder sofort wieder vergraben, damit neue Kürbisse erscheinen. Und das werden wir neben der Baumplantage platzieren. Und hier sehe ich auch schon, was wir heute für Halloween-Kostüm haben. Und zwar hier diese Teufelshörner. Ach ja, dieses Katzengesicht habe ich mir auch noch gekauft bei der Nicole. Also ein Papierkostüm ist aber eigentlich auch nicht schlecht. Egal, habe ich ja eigentlich schon. Das gehört auch nicht zu Halloween. Sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Dämonenhörner heute das Angebot des Tages sind. Ich will aber den Hexenhut ehrlich gesagt besser. Obwohl meine Haare natürlich auch zu meiner Gesichtsfarbe passen. Ja komm, wir holen einmal hier diese orange-roten. Aber ich glaube, ich will sie nicht aufbehalten. Nee, wir behalten den Hexenhut. Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. So, für den Anfang gehen wir dann natürlich nochmal zum Friedhof. Ich finde übrigens diesen Ballon richtig toll. Ist das ein Oktober-Item oder gab es das auch davor? Oh, hier. Das muss auch weg. Hier wohnte davor Lupo, aber der wohnt ja jetzt gar nicht mehr hier. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir das hier jetzt abbauen können. Weil dann können wir den Weg, der hier rechts lang geht, mal nach links weiterführen. Quasi zum Friedhof hin. Das fand ich sowieso doof, dass man hier ja gar nicht richtig hin konnte auf die ganze linke Seite. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und ihr seht schon auf der linken Seite, ich habe beim Friedhof auch noch andere Sachen bearbeitet, jetzt offscreen. Und so habe ich die Hecke rechts weitergeführt und vor der Hecke auch noch ein paar Kürbisse hingepackt. Einfach damit ich mehr Kürbisse habe, weil die sind ja jetzt erstmal ziemlich wichtig. Den Weg lasse ich erstmal hier. Für Halloween zumindest. Ah nein, ich habe die aber nicht genug gegossen und deswegen sind da jetzt nur 2 rausgekommen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Sorry, kleiner Luftballon, du bist einmal kurz weg. Denn ich möchte hier andere Sachen hinpacken. Einmal müssen die beiden Laternen weg. Denn irgendjemand von euch meinte, die sind gar nicht mal so hübsch. Und ich möchte da tatsächlich auch was anderes hinpacken. Das heißt, die kommen weg. Wir finden noch einen anderen Ort dafür, wo die hin können. Und stattdessen habe ich mir überlegt, packen wir hier ein Kürbistor hin. Den hatte ich nämlich, glaube ich, gestern oder vorgestern im Shop. Habt ihr da gekauft. Und man kann den auch an- und ausmachen. Cool, oder? Und wie gefühlt jede Aufnahme musste natürlich meine Oma wieder reinkommen, aber diesmal hat sie mir keinen Kuchen gebracht, sondern hat mir erzählt, dass ihr Schiff, mit dem sie heute unterwegs waren, irgendwie auf Grund gelaufen ist und alles doof war. Egal. So, jetzt habe ich gar keinen Plan mehr, was ihr erzählt, aber ich habe auf jeden Fall dieses Tor hier hingestellt und das kann man auch nicht ausmachen. Ich finde es toll. Wie findet ihr das? Seid ihr jetzt zufrieden damit? Ist das besser als die, wie heißen die anderen Dinger, als die Laternen, die davor waren? Jetzt habt ihr leider schon gesehen, was ich hier noch hin platzieren wollte.
Denn die Nicole, ich habe ja eben schon angeteasert, hat mir noch was gegeben. Und zwar wollte ich eine Mega-Laterne haben, denn die ist wirklich mega. Und die kann ich leider nicht selber herstellen. Aber die Nicole konnte es. Und ich finde, die passt hier auch ganz gut rein. Das ist halt so eine Steinlampen-Dingsbums. Habe ich nochmal umgefärbt, damit das zu diesen anderen Steinen hier passt. Und jetzt ist das hier quasi für den Eingang. Jetzt finde ich aber allerdings, dass dieses Halloween-Teil hier vielleicht ein bisschen sehr kindlich ist. Müsst ihr mir mal sagen, soll ich diese Steine hier nach vorne geben? Dann wäre das nicht so kindlich, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich besser. Okay, warte, wir nehmen das Ding hier doch nochmal weg. Und platzieren die Dinger hier vorne. Ja, ich glaube, das ist viel besser, oder? Und eine Sache vielleicht noch. Ich habe ja extra beim Nook-Programm diese Laternen geholt. Die können vielleicht hier ganz gut hinpassen. Eine schöne Straßenlampe. Hä, wieso ist die weiß? Wieso bist du weiß? Okay, das ist sehr belastend, dass sie weiß ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die noch umfärben kann. Irgendwie in Eisenfarben. Muss ich das später nochmal machen. Aber dann sieht das erstmal so aus. Achso, das Haus hier habt ihr, glaube ich, auch noch nicht gesehen, ne? Wie Lupo hier war. Finde ich, sieht ganz geil aus mit dem Friedhof. Dass der jetzt der Friedhofwärter hier ist. Na? Okay, das sieht jetzt nicht so aus wie von einem Friedhofwärter, finde ich. Aber wie geht's dir denn, Lupo? Mit seiner Brille auch noch. Hä, die hat er sonst nie auf. Lupo, was ist los mit dir? Du hast dich verändert, seit du Friedhofwärter bist. Ja, hier gibt's nicht viel zu sehen, aber mach's dir gemütlich, Ovo. Irgendwas an deinem Gesicht ist heute anders, Kleiner. Hast du etwa einen neuen Blick einstudiert? Oder eine neue Frisur? Sag nichts, es kommt noch drauf. Ich habe ein Katzenface aufgesetzt. Toll, oder? Mit Brille sieht er richtig komisch aus. Ist er so alt, dass er eine Lesebrille braucht? Oh, damn, son. Ich hab den, glaube ich, noch nie mit Brille gesehen. Egal. Der ist hier, glaube ich, ziemlich glücklich mit seinem neuen Haus. Auch wenn er hier niemals runterkommt, weil er einfach keinen Gang hat. Ich habe ja gesagt, ich will hier noch einen Gang hinbauen. Jetzt ist mir aber eingefallen, ein Gang ist ja zwei Teile dick. Und ich habe nur für den Eingang ein Teil eingeplant. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich hier einen Gang hinhaben möchte. Oder vielleicht muss er dann ein bisschen weiter hinten angebracht werden. Aber dann sieht das alles doof aus mit der Synchronität. Synchronität ist falsch. Ihr wisst aber, was ich meine. Dass es alles so ein bisschen parallel ist. So, andere Sache. Baumfarm. Müssen wir erstmal noch hier zumindest zwei Kartons hinstellen. Einfach, damit es ein bisschen besser aussieht. Das sind zwar alles noch die falschen Kartons, aber kann ich momentan nicht ändern. Machen wir noch ein paar von den Kirschis. Kirsche, Kirsche, Kirsche. Dann kommen die einmal darauf. Und dann brauchen wir noch Orange, Orange, Orange. Und die kommt hier rauf. So, dann wäre das hier soweit erstmal fertig. Und jetzt will ich halt machen, dass hier rechts irgendwie dann ein Dude einzieht. Und der kümmert sich dann quasi um die Plantage hier. Und ich habe mir jetzt überlegt, deswegen habe ich auch die ganzen Kürbisse jetzt geerntet, weil wir ja wirklich richtig viele, glaube ich, später brauchen, damit man alles herstellen kann, was es so an Halloween gibt, wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir dann hier eine Kürbisplantage daneben bauen. Das wird auch zur Baumplantage mehr oder weniger passen. Und hat derjenige, der hier quasi aufpassen muss, auch richtig schön viel zu tun. So, ein bisschen Platz. Und dann können wir hier die Plantage machen. Ich werde die ganz, ganz Billo-mäßig machen, Leute. Indem ich einfach Zweierreihen von dieser Dunkelerde machen werde. Und da kommen dann überall einfach Kürbisse rauf. Und vielleicht, ganz vielleicht, werde ich es noch ein bisschen stylen. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Naja, bei dieser komischen Aufgabe haben wir wieder Zeit, ein paar Questions zu beantworten. Ist das nicht super toll? Ich habe nämlich noch einige bekommen. Zum einen, zum Beispiel der YOLO King, der hatte gefragt, guckst du auch Pokémon? Das hat er wahrscheinlich gefragt, weil ich in einer der letzten Folgen ja gesagt habe, dass ich gerade Beyblade gucke und das richtig toll finde. Und ja, Pokémon habe ich früher auch geguckt, sogar jede einzelne Folge. Und es war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich jede Folge gucke. Früher hat das RTL 2, oder beziehungsweise die Sender allgemein, ja auch noch hinbekommen, dass die Folgen in der richtigen Reihenfolge ausgespielt werden. Also erst Folge 1, dann Folge 2, dann Folge 3, Folge 4, etc. Und heutzutage machen wir irgendwie, oh ja, wir fangen mit Folge 1 an, dann kommt Folge 7, dann sagen wir mal Folge 80 und dann kommt wieder Folge 1, weil es so witzig war. So machen wir das heutzutage, auf jeden Fall gefühlt. Und damals war das alles noch schön in der Reihenfolge und deswegen war es mir wichtig, wenn ich nach Hause komme, möchte ich gefälligst Pokémon gucken und keine Folge verpassen. Ich war da richtig nerdig drin, habe auch die ersten 4 Staffeln oder so alle täglich geguckt, damit ich ja nichts verpasse. Das Blöde war aber, also ja, ich gucke Pokémon und konnte auch alle Intros auswendig, hab die auch immer schön mitgegrölt. Aber ich hatte zum Beispiel irgendwann mal meinen besten Freund mit mir zu Hause, der kam halt nach der Schule zu mir, das weiß ich noch, und nach der Schule lief halt trotzdem immer Pokémon. Ich wollte es auf jeden Fall gucken. Und was macht man dann? Man guckt natürlich mit seinem Kumpel halt einfach Pokémon zusammen. Das fand meine Mutter aber überhaupt nicht geil, weil die meinte, ja, ey, wenn ihr euch verabredet, dann sollt ihr nicht vorm Fernseher hocken und irgendwie Pokémon gucken. Und deswegen meinte die dann, also entweder du guckst jetzt Pokémon
oder dein Freund muss nach Hause. Und ich, als kleiner Bubi, der keine Folge Pokémon verpasst, hat sich natürlich für das einzig Wahre und Richtige entschieden. Und ich habe dann meinen Freund nach Hause geschickt. Der dachte sich auch, hä, was bist du denn für ein Arschloch? Was bist du für ein egomane Arschloch-Typ? Und stimmt ja auch. Das macht man einfach nicht, Leute. Wenn ihr ein guter Freund sein wollt, dann seid nicht so. Seid einfach nicht so. Hä, wie funktioniert denn das jetzt mit den Kürbissen? Kann man die einfach vergraben? Muss man die vergraben? Damit die dann neue Saaten machen? Oder muss man daraus erst eine Saat machen und die dann vergraben? Also ich kann sie einpflanzen. Und dann kommt auch eine neue Saat raus. Aber ich kann die nicht so einfach pflanzen. Okay, das ist ja richtig weird. Also ganz viele Löcher graben. Das ist ja eine Aufgabe. Holy shit. Okay, gut, dass ich ein paar Saaten gekauft habe, to be honest. Oh boy. Naja, ich habe dir dann nach Hause geschickt. Der fand es natürlich nicht so geil. Meine Mutter fand es auch nicht so geil. Aber ich habe mich entschieden, weil ich Pokémon sehen wollte. And that's how I lost my best friend. Nein, wir waren danach immer noch Freunde. Aber ein bisschen Arschloch-like war das schon. Und habe ich seitdem auch nie mehr gemacht. Und seitdem es Netflix und so gibt, ist das sowieso ganz egal. Weil man das ja einfach jederzeit gucken kann. VOD ist beste, Leute. Einfach beste. Der Appell aus der Geschichte ist, schickt eure Freunde nicht nach Hause, nur damit ihr eine Serie gucken könnt. Das ist dumm. Freundschaft ist mehr wert als jede Serie. Auch als jeder Film. Vielleicht nicht als jede Person, aber als Medien allemal. Sogar wichtiger als Dizzys Video. Aber nur ganz knapp darüber. So, und der Troller hat dann noch was gefragt. Und zwar, ob ich in Animal Crossing vielleicht auch irgendwann mal Videos mache, wie ich andere besuche. Also ich habe mir vorgenommen, Trauminseln zu besuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das ist, was der Trollo meinte, was ich machen möchte. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jo, Traumwelten besuche ich auf jeden Fall. Ob ich jetzt irgendwas mache, wo die andere Person auch da ist, weiß ich nicht. Das ist dann wieder so ein sozialer Kontakt und ich bin doch soziophob, Leute. Was erwartet ihr denn von mir? Einfach, dass ich zu anderen Leuten hingehe und mit denen interagiere oder was? Oh nee, das ist doch richtig cringe, Leute. Richtig cringe einfach. Aber vielleicht kommt das auch noch, je nachdem, ob ich da coole Leute finde oder nicht. Die Leute auf meinem Discord, die da zumindest aktiv bei sind. Ja, weiß ich nicht. Die haben jetzt auch nicht die krassesten Inseln. Da weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt, die zu zeigen. Weil wenn, dann möchte ich ja wirklich so eine richtige Themenwelt und dann mir alles angucken und zeigen. Weil das wird dann die Masse natürlich interessieren. Ja, so von Freunden oder so, die jetzt nur so komische Sachen bauen wie ich, ist vielleicht nicht ganz vorzeigbar. You know what I mean? Ich hoffe. Aber ja, Trauminseln möchte ich auf jeden Fall mir angucken. Ja, ich hoffe, ich habe damit deine Fragen gut beantwortet, Mr. YOLO King. Und ich hoffe, du bist zufrieden damit. Well, fuck my life, ich habe zu wenig Setzlinge gekauft. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht so viele von den orangenen Kürbissen anbauen, weil aus den orangenen Kürbissen werden meines Wissens wieder orangene Kürbisse. Das heißt, wir möchten eigentlich mehr die anderen Farben haben. Ich habe jetzt hier die ganzen Weißen, glaube ich. Weißen hingepackt. Und hier noch eine andere Farbe. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es vor ein paar Sekunden gemacht und einfach wieder vergessen. Hatten wir denn hier oben noch irgendwas Interessantes? Grüne, Leute. Hatten wir schon mal grüne? Ich habe gar keine Ahnung. Aber die knubbeln wir auch alle raus. Ey, die kann man ja noch richtig gut nutzen. Für Deko. Also wenn man die hier rausmacht. Man kann vor allem, je nachdem wie doll man die gießt oder nicht, die auch variieren, quasi, dass da nur ein Kürbis rauskommt oder halt in diesem Fall zwei oder drei, dass sie nicht alle gleich aussehen. Das ist ja mega cool. Ich glaube, damit kann man coole Sachen machen. So, und dann hat sich aber die Sache erstmal. Die anderen werde ich dann mit den jeweiligen Farben hier noch befüllen. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Aber ihr könnt zumindest erkennen, was ich hier bauen wollte. Hier oben kommt dann halt, wie gesagt, das Haus von dem Typen hin, dem die Baumfarm gehören soll. Komm her, du komisches Geschenk. Dankeschön. Und ich habe hier richtig viele von diesen Steinen. Vier Stück sind hier oben. Holy shit. Das heißt, ich habe auf der ganzen Insel irgendwo anders nicht mehr so viel Platz, wo die erscheinen könnten. Oh, ein weiterer Karton. Ist das ein Fruchtkarton eventuell? Ja, lol. Okay, nice. Fruchtkarton, du kommst genau richtig. Und das ist eine mit Kirschen. Heißt, wir tauschen den hier kurz aus. Geil, gleich viel besser. Wenn ihr Kartons habt und sie mir schenken wollt, gerne. Also ich brauche noch Orange, ich brauche Pfirsiche, ich brauche Apfel und ich brauche Birne. Wenn ihr da was habt, gerne schicken. Ja, aber wir müssen uns nochmal irgendwann drum kümmern, dass wir diese ganzen Steine nochmal an einem speziellen Ort machen können. Die kann man ja irgendwie manipulieren, dass sie an einen speziellen Ort erscheinen, wenn man sie kaputt macht. Ja, auch irgendwann nochmal angehen. Ich habe jetzt gerade aber keine Lust dazu. So, jetzt ist die Frage, wie wir das hier noch ein bisschen verschönern. Also man könnte zum Beispiel dazwischen nochmal solche Holzdinger machen. Man könnte die theoretisch auch hier durchziehen.
Ob das gut aussieht, wenn man das hier durchzieht und dann nach oben hin auch wieder einen Weg macht? Ist vielleicht ein bisschen zu dick, wenn ich ehrlich bin. Oder dass der Weg hier in der Mitte ein Steinweg ist? I'm not quite sure. Wir probieren es einfach mal aus. Wahrscheinlich werde ich das früher oder später sowieso alles wieder umändern, weil ich andauernd immer alles umändere. Naja, während wir diese Arbeit machen, weitere Fragen. Denn der Jay hat auch noch ein paar Fragen gestellt. Der hat sogar wirklich einige Fragen gestellt. Ich gehe die jetzt einfach nacheinander durch. Und zwar, wie war deine Woche so? Ganz okay. Ich habe gearbeitet, habe ein bisschen Geld verdient, kann damit meinen Monat, glaube ich, finanzieren, weil ich nicht so viele Ausgaben habe. Warum kommen aktuell so wenig Videos? Ich habe zum Beispiel gestern den ganzen Tag Steuern gemacht, weil ich ein fucking Kleinunternehmen habe. Und das bedeutet, wusste ich auch nicht, Leute, dass ich Steuern machen muss. Einfach so Steuern machen. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Gar kein Plan, wie das alles ging. Musste ich mir alles durchlesen, wie man das macht, etc. Und wegen Kleinunternehmen habe ich jetzt sogar noch andere Sachen, die ich machen muss. Und die Sache ist, ich habe mein Kleinunternehmen schon seit Mitte 2019. Und anscheinend muss man jedes Jahr eine Steuer abgeben. Habt ihr das gewusst, Leute? Ich nicht. Und deswegen muss ich jetzt höchstwahrscheinlich sogar 50 Euro noch nachzahlen, einfach weil ich meine blöde Steuer zu spät abgegeben habe. Und ja, das habe ich quasi den ganzen Tag gestern gemacht und auch vorgestern, also durchgelesen und meine Steuer gemacht etc. Und danach habe ich wirklich gar keine Lust mehr aufzunehmen. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Aber jetzt wird das bestimmt wieder besser, denn jetzt habe ich alles nachgearbeitet, ein ganzes fucking Jahr. Ehrlich gesagt finde ich Steuern gar nicht so blöd. Also sie sind am Anfang anstrengend, weil man nichts versteht, aber am Ende kriegt man eigentlich voll viel Geld wieder. Weil ich jetzt so Umsatzsteuer und so zahlen muss. Wahrscheinlich ist das mega langweilig für euch, aber ist mir egal. Das geht mir halt gerade so durch den Kopf. Ja, man kriegt Umsatzsteuer wieder und dadurch ist quasi mein Stundenlohn, den ich bekomme für meine selbstständige Arbeit, höher, als er eigentlich ausgewiesen war. Das finde ich mega gut. Vielleicht ist er 60% höher, als ich dachte. Und das finde ich top. Top-notch. Und vor allem, ich kann auch meine Spritkosten und sowas wiederholen. Also Steuern sind echt nice, Leute. Nicht so, wie deren Ruf eigentlich ist. Ich finde die echt nice. Ja, aber deswegen kommen gerade ein bisschen weniger Videos. Ich musste dann noch ein bisschen Schule nacharbeiten, ganz viel Chemie zum Beispiel. Da bin ich jetzt aber auch zum Glück fürs Erste durch. Und jetzt wird wieder alles besser. Ja! Yeah! Dementsprechend seine nächste Frage. Wann geht's mit Paper Mario weiter? Morgen? Vielleicht sogar heute? Also ich werde es heute zumindest aufnehmen, dann kommt das Video wahrscheinlich morgen. So, wir sind auf jeden Fall fertig mit unserer kleinen Kürbisfarm hier. Man könnte eventuell noch ein paar Zäune hier irgendwie hinpacken. Ich glaube, ich habe aber gerade keine dabei. Ich hole mal kurz welche, ja? So, da bin ich wieder. Bezüglich Zäunen habe ich mich jetzt entschieden für Bretterzaun, Standardholzzaun und Baumstammzaun. Ich habe einfach alles genommen, was so ein bisschen holzmäßig ist. Und ich glaube, so als Abgrenzung zu diesen normalen Zaun da auf der linken Seite packen wir einfach diese Flöcke hin. Ich glaube, das sieht eventuell gar nicht so kacke aus. Oder was meint ihr? Eventuell sieht das auch gar nicht so kacke aus von unten. Dann sieht man gleich, yo, hier ist irgendwas Bäumiges oder so. So, man könnte hier auf der rechten Seite natürlich jetzt noch den so normalen Zaun hinpacken, wie wir ihn auch auf der linken Seite haben. So, und dann kommt hier oben das Haus. Und ich würde einfach sagen, da kommt dann tatsächlich einfach hier hin, oder? Hier schön in dieses Quadrat. Ich hoffe, das passt. 1, 2, 3, 4. Ist ein Haus 4 Dinger groß? Gut möglich. Wir haben ja hier Häuser. 1, 2, ja, könnte hinkommen. Die sind so 3,5 bis 4 groß. Ja, also Dizzy will dein Haus umändern. Ist das okay für dich, Carsten? Ja, mach du ruhig, Dizzy. Ich mag schon meine neue Arbeit angehen, weil da ist Obst und so und ich werde es garantiert nicht aufessen. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, Dizzy, dann setz bitte das Haus um, ja? Auf deine Umkosten. Okay, meine Umkosten. 50.000 Sternis. Danke genug. Das ist wirklich super belastend, wie schnell das Geld weggeht, wenn ich ehrlich bin. Aber hier soll dann der... Nein, nicht so. Aber guck mal, es passt perfekt. Und den Weg darunter kann man ja wieder ziehen unter den Treppen. Also das ist kein Problem. So, sobald der dann einzieht, werden wir da den Weg wieder hinpacken, damit es einheitlich aussieht. Und dann müsste quasi der ganze Zaun hier ein weiter nach unten. Aber das ist ja eigentlich gar kein Ding. Nö, ist wirklich gar kein Ding. Das kriegen wir easy hin. Joa, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und es ist eigentlich sehr schnell gemacht, ne? So ein komisches Kürbisfeld. Eine Sache können wir halt noch machen. Dafür muss ich leider wieder nach Hause laufen. Warum denke ich da eigentlich nicht dran, wenn ich einmal nach Hause laufe? Ich laufe jetzt schon wieder zum 4. Mal nach Hause. Nur weil mir dann immer doch wieder was einfällt. Das ist immer so ein weiter Weg nach Hause. Ich muss dann immer auch mit meiner Leiter hier hochklettern. Und hier oben lägt das dann immer alles, weil mein Haus, glaube ich, zu viele Sachen laden muss. I don't know. Ich glaube, ich kenne niemanden anderen, der solche Probleme hat, wenn er nach Hause läuft, dass das alles lägt.
Jedenfalls möchte ich da auf jeden Fall, ich glaube, mindestens 2 Verkaufsstände hinstellen. Und die sollen natürlich auch ein bisschen nach Frucht aussehen. Heißt, wir werden hier so ein Früchte-Ding einfach nehmen. Sieht das in Ordnung aus? Ja, 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 hat was, hat was. Aber die sollten eventuell lieber hier vorne sein. Dann müssen die nämlich an dem Haus vorbei und können dann hier einkaufen. Ja, das finde ich, glaube ich, gut. Und dann einfach noch ein bisschen verzieren. Ja, und so sieht das dann erstmal aus. Jetzt haben wir einen richtig schönen Früchtestand. Hier sitzt das Pferd dann so rum, verkauft dir seine Sachen. Man kann sich auch schön schatten hier bei dem Apfelbaum, wenn man will. Da kann man sich hier so raufsetzen und ein bisschen chillen. Und ja, wenn man Lust hat, kann man sich jede Sorte, die man will, an Obst und Gemüse... Ja, Obst und Gemüse. Linke Seite Obst, rechte Seite Gemüse. Oder sind Kürbisse auch Obst? Ich bin mir gar nicht sicher. Kann sein. Kann man sich dann pflanzen. Oder pflücken, besser gesagt. Dann geht man hier hin und bezahlt den ganzen Schmuck. Geil. Ja, also eigentlich gar nicht so viel Aufwand. Und ich finde, es sieht trotzdem viel belebter aus, als wenn ihr euch nochmal vorstellt, wie vorher einfach nur diese eine Baumplantage hier war. Sieht das jetzt schon sehr viel geiler aus, finde ich. Könnt mir ja mal sagen, wie ihr das findet. Das war's dann aber mit der Folge heute. Danke an alle Fragensteller. Danke, wer bis hierhin geguckt hat. Ihr seid richtig toll. Ja, und wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht und ob Carsten sein Zuhause hier mag. Und morgen werden wir uns dann um das Gebiet kümmern, das vor meinem Haus ist, weil da sieht das auch noch ein bisschen blöd aus. Von dem her, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dizzy mit seinem Ballon. La 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 la.